Hallo und herzlich willkommen zum Testcheck, der dieses Mal ein wenig kurz ausfällt. Das liegt nicht unbedingt daran, dass ich keine Lust hätte, euch ein Ohr abzukauen, ihr wisst ja, das mache ich eigentlich am liebsten, sondern an der Tatsache, dass der übliche Videospielmüllberg sich dieses Mal in erstaunlich überschaubaren Grenzen hält. Die E3 steht vor der Tür, da halten sich selbst meine Lieblinge von Davilex und Co. etwas zurück. Den Anfang macht eine fantastische Oldie-Compilation mit dem Titel Taito Legends 2, die für die Xbox und die PlayStation 2 erscheint. Im Bild seht ihr die PlayStation 2 Version. Wie ihr ja wisst, bin ich ein großer Fan von Oldie Compilations und Taito Legends 2 gehört zweifelsohne zu den besten Spielesammlungen überhaupt. Die Emulationen der Titel sind solide, ab und an ruckelt's etwas, der Sound hat manchmal Probleme, aber das stört nicht wirklich, denn allein für die Hammer, Darius Gaiden, Raystorm und Liquid Kids lohnt sich der Kauf der Sammlung, die nur 30 Euro kostet, allemal. Auf der Scheibe befinden sich Alpine Ski, Kuri Kinton, Arabian Magic, Legend of Cage, Bonds Adventure, Liquid Kids, totaler Hammer, Camel Trial, Luna Rescue, Check and Pop, Majestic 12, Cleopatra Fortune, Metal Black, Crazy Balloon, Pucci Karat, Darius Gaiden, auch ein absoluter Oberknaller, Puzzle Bobble 2, muss man glaube ich nicht viel zu sagen, Quicks, Dungeon Magic, Raystorm, Wahnsinns Shooter, Elevator Action Returns, das seht ihr hier gerade, ziemlich brutal. The Fairyland Story, Rustan 2, Space Invaders 95, Football Champ, Space Invaders DX, Frontline, Violence Fight, Gekirin Dan, Wild Western, Grid Seeker, Project Stormhammer, Insector X, Growl, Kiki Kai Kai und Gun Frontier. Außerdem gibt's auf der PlayStation 2 noch exklusiv dazu Balloon Bomber, Raystorm, G-Darius und Sylvalian. Die Xbox-Besitzer bekommen dafür Bubble Symphony, Kadash, Rayforce und Pop'n Pop extra spendiert. Meiner Meinung nach gehört Taito Legends 2 genau wie die Vorgänger-Compilation in jede ordentliche Videospielsammlung. Besser kann man Videospielgeschichte nicht nacherleben. Die Älteren unter euch werden sich sicherlich noch an folgenden Werbeslogan erinnern. Viele, viele bunte Smarties, los, ich werde es erst mit Smarties. Gefolgt von debilem Kindergekicher, das ich gerade nicht wiedergeben kann, weil es tierisch in meinem Hals kratzt. Ich habe das schon gehasst, als ich noch zur Smarties Zielgruppe gehört habe und wenn ich ehrlich bin, kann ich den bunten Schokolinsen mit poppiger Glasur auch heute nicht viel abgewinnen. Umso größer war meine Freude, als mir Sebastian das Spiel Smarties Meltdown auf den Schreibtisch gelegt hat. Erster Gedanke, wieso Meltdown? Ich dachte, die schmelzen im Mund und nicht in der Hand. Ha! Ha! Schon der Anblick der knallbunten Schachtel hätte bei mir fast ein diabetisches Koma ausgelöst, aber um den Anlass zu würdigen und weil ich tierischen Kohldampf habe, werde ich diesen Teil des Testchecks mit einem Mund voll Smarties kommentieren. Achtung, ihr seid jetzt live dabei, wie ich versuche mir sozusagen auf Ex eine große 170 Gramm Rolle ungesunde Smarties in den Hals zu ballern. Achtung, los geht's! Ja. Ich glaube, ich lasse das mal mit dem vollen Mund. Immerhin hat die Putzfrau jetzt einiges zu tun, weil sie überall gerade frisch ausgeschmuckte, spuckte Smarties einsammeln muss. Oh Gott. Probiert das nicht zu Hause, Kinder, sonst gibt's Ärger mit der Mutter. Wie dem auch sei, ihr seht's ja gerade, als gesichtslose blaue Süßigkeit versucht ihr eure bunten Schokokumpel zu retten. Also wuselt, hopst und boxt ihr euch durch unfassbar eintönig gestaltete Spielabschnitte, dürft ab und zu springen und verprügelt Typen, die aussehen wie eine eingefärbte Version des Ghostbusters-Logos. Ihr seht's ja gerade. Mehr gibt's dazu leider nicht zu sagen, abgesehen davon, dass es meiner Meinung nach komplett absurd ist, ein Stück Schokolade als Videospielhelden etablieren zu wollen. Ich meine, wo sind denn da die Identifikationsmöglichkeiten? Und schlimmer noch, was kommt als nächstes? Frolic Adventures auf der Jagd nach der goldenen Darmzotte? Meister Propper Besen Warrior oder Milkas Wild Cow Adventure? Wir werden's hoffentlich nie erfahren. Na, was mag sich da in diesem Busch verstecken? Ist es vielleicht der Osterhase oder etwa... ein Lizenzprodukt? Ganz genau. Hier sind wir jetzt bei Ice Age 2, das für die PlayStation 2, den GameCube und die Xbox erscheint. Ice Age 2 basiert, und ich bin sicher, das habt ihr euch schon gedacht, auf dem gleichnamigen Film, in dem ein Mammut, ein Säbelzahntiger, ein Faultier und dieser flotte Nager hier die Hauptrollen spielen.
Filmumsetzungen funktionieren leider bis auf wenige Ausnahmen nach folgendem Grundprinzip. Die Filmhauptdarsteller werden in ein passendes Setting gesteckt, es gibt hier und da ein paar fetzige Szenen aus dem Vorbild zu bewundern und am Ende des Tages muss der gute alte Henry wieder mit irgendwelchen Viechern irgendwelchen Blödsinn einsammeln. In diesem Fall sind es Nüsse. Na super. Technisch bibbert Ice Age 2 auf allen Systemen im oberen Mittelfeld herum und hat, obwohl es gerade etwas öde aussieht, durchaus Spaß gemacht. Hier seht ihr jetzt einen kurzen Ausschnitt aus der Fortsetzung für Erwachsene, die da heißt, wenn Nager zu sehr lieben. War natürlich Quatsch, was ich damit eigentlich zeigen wollte, ist, dass Ice Age 2 nicht irgendeine uninspirierte und schnell hingeschlunzte Filmumsetzung ist, sondern durchaus ein paar Lacher und einige sehr nette Momente hat. Im Gegensatz zu anderen Filmumsetzungen wie zum Beispiel Shrek könnt ihr in Ice Age 2 nicht zwischen den Charakteren umschalten. Hauptsächlich seid ihr mit Mr. Nussliebhaber unterwegs, die anderen Urzeitviecher kommen in kleineren Minispielen zum Einsatz. Wer den Film mag oder auf der Suche nach einem grundsoliden Jump'n'Run mit netten Gags ist, sollte Ice Age 2 eine Chance geben. Jetzt sind wir bei Gauntlet 7 Sorrows gelandet. Das Spiel erscheint für die PlayStation 2 und die Xbox. Im Bild seht ihr die PS2-Version. Wisst ihr, seit den ruhmreichen 8-Bit-Tagen bin ich ein Fan der Gauntlet-Reihe. Aus diesem Grund habe ich mich natürlich auch auf 7 Sorrows gefreut. Im Gauntlet übernehmt ihr einen von 4 Fantasy-Helden und dürft allein oder mit bis zu 3 Mitspielern durch uninspirierte Fantasy-Level latschen, mit 4 unterschiedlichen Schlägen angreifen und, sobald eure Mana-Anzeige gefüllt ist, Spezialangriffe auf die Gegner loslassen. Also schlachtet ihr alle möglichen Viecher ab und zerstört die klassischen Monstergeneratoren. Im Grunde genommen ist also alles beim Alten geblieben, selbst der trashige Charme ist noch vorhanden. Dummerweise haben sich die Entwickler nicht darauf konzentriert, Gauntlet einfach Gauntlet sein zu lassen, sondern wollten wohl eine Mischung aus Gauntlet, Herr der Ringe, die zwei Türme und Demonstone produzieren, was leider etwas in die Hose gegangen ist. Die nicht ganz zeitgemäße Technik ist dabei nicht mal das Problem, denn Gauntlet macht einfach keinen Spaß. Der Schwierigkeitsgrad ist viel zu niedrig angesetzt, die Gegner wehren sich kaum und mit der Motivationskurve sieht's ebenfalls schlecht aus. Mein Tipp: Stöbert mal auf Flohmärkten nach Gauntlet Legends oder Gauntlet Dark Legacy. Die Teile machen um Längen mehr Spaß und sind zudem auch noch günstiger. So, das war's für dieses Mal. Macht's gut, bis nächsten Monat. Roter Krieg.